Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind wieder auf Tour, auf einer Stellplatz-Guide-Tour. Wollen euch einen Stellplatz vorstellen, und zwar wo? In Salzburg. Und wann? Nach dem Intro. Ja, wir sind in Salzburg und wir zeigen euch mal das hier. Da ist es nämlich schön zu sehen. Das sind nämlich die Premium-Reisestellplätze in Wien, Graz, Salzburg und Murek. Salzburg ist der zweitkleinste mit 106 Stellplätzen. Der ist natürlich ganztägig geöffnet. Und was richtig gut ist, Stefan blendet mal, zeigt mal einmal nach da runter. Jawohl. Da ist der Platz und ja, hinter uns ist die Bushaltestelle und der Bus fährt entsprechend in die Innenstadt. Ich mache mal eine kurze Blickung. Wir haben heute Sonntag, da fährt er alle 30 Minuten, sonst alle 20 Minuten. So, Fähr- und Entzogen, Einkaufsmöglichkeiten gibt es hier. Es gibt Ärzte, falls ihr einen Tesla habt, ist ein Tesla Charger direkt hier ums Eck, wie ich gerade sehe. Ja, ein Gasthof ist gleich da. Also das so das Roundabout, was drumherum ist. Und jetzt zeigen wir euch einfach mal den Platz. Ja, hier vorne habt ihr die Rezeption. Ist aktuell geführt seit Corona alles anders, denn draußen hängen die Zettel. Das hängen wir euch, wenn wir an unserem Wohnmobil sind, wo du halt dann das Geld reinwirfst. Ja, da habt ihr auf jeden Fall ein Kaffeehaus. Da ist auch der Getränkeautomat drin. Da habt ihr Waschmaschine und Trockner gibt es dort. Und Dusche ist alles dort am Platz. Dann habt ihr hier einfach mal, seht ihr die Plätze 30 bis 36. Und dann gleich rechts daneben ist die Fähr- und Entsorgung. Das ist weniger als in Salzburg. Und, weniger als in Graz und weniger als in Wien. Denn hier sind nur 3 Ablässe um Trinkwasser. Also ein Platz weniger. Das ist entsprechend dem Platz halt geschuldet. Was hier momentan negativ auffällt, das ist eindeutig. Ich würde sagen, seit Silvester, also entweder hat die Müllabfuhr hier gestreikt oder es sieht schon sehr, sehr schlimm aus. Das hatten wir in Graz definitiv nicht. Auch in Wien haben wir so einen Müllberg nicht gesehen. Also das ist echt strange, was man hier hat. Aber naja, vielleicht Anfang des Jahres, deshalb ist das so der Fall. Jo, was zeigen wir euch jetzt? Mal eine Aufnahme aus dem Sanitärbereich. Sehr sauber und sehr modern, finde ich. Marcel macht da gleich nochmal ein Foto, genau. Das können wir gleich einblenden. Also sonst. Oder ich filme einmal rein. Ist ja gerade keiner da. Genau. Mit Duschvorhang aber großzügig, also das ist okay. Also absoluter Standard kann man sagen, so wie auch in Graz, Wien, das ist alles wirklich Standard. Also wer sich auf den einen Platz wohlfühlt, der wird sich auf den anderen Platz auch ebenfalls wohlfühlen. Genau. Auch von links vom Gebäude gibt es hier noch einige Stellplätze. Ja, also es ist über das ganze Areal etwas verteilt. Es sind 17 Stück an der Zahl, weil wir können ja mal hier vielleicht kurz drauf zeigen. Da seht ihr die ganze Übersicht, wie gesagt, hier die Fähr- und Entsorgung. Hier haben wir dann den Müll, Kaffeehausrezeption, da haben wir dann halt Duschen. Hier sind, das haben wir euch gezeigt, die Waschmaschinen. Bisschen wirklich in die Jahre gekommen und teilweise sauber. Wir haben jetzt eine Sache gesehen und da sage ich mal wieder, liebe Campingleute, ihr könnt das selber ein bisschen sauber machen, also die Hinterlassenschaften in Toiletten. Das muss nicht unbedingt eine Putzfrau machen. Also das würde ich so nie an einem Stellplatz. Sonst sehen wir hier wirklich 106 Stellplätze. Das sind so die Seiten. Hier sind die jeweiligen Strom. Also man kommt wirklich überall mit Strom an. Was wir momentan leider ein bisschen schade haben, wir stehen nämlich hier in diesem Bereich oder standen in dem Bereich. Genau, das war gestern nämlich. Diese ganzen Säulen sind zurzeit nicht aktiv. Ja, ausgerichtet das Fahrzeug, Strom rausgeholt und natürlich leider war das nicht, nicht an. Aber ein Platz vorher, das heißt, ich glaube, auf dieser Nummer oder diese Nummer stehen wir, glaube ich, der ist aktiv. So, und dann sehe ich noch, dass da oben etwas ist, das haben wir nicht völlig übersehen. Hier gibt es nämlich einen Hundegarten und Mozarts Lieblingsplatz. Das ist nämlich da oben drauf. Ja, das haben wir auch.
Ja, hier seht ihr dann den Hundeplatz, was super gemacht ist. Es gibt eine Hundedusche, das heißt gerade im Sommer, wenn die ein bisschen rumgewälzt haben, im Platz, dann für die Entsorgung der, oder Hinterlassenschaften der Hunde ist auch gleich dort zu sehen. So ein Mülleimer. Tütchen, Mülleimer ist da genau. Drin. Das heißt, und das ist auch auf jedem Platz dasselbe, egal ob Salzburg, Wien, Graz oder Murek, überall gibt es solche Hundeplätze. Ja, und hier sehen wir gerade, der Bus ist gerade da, die 21. Ja, und die fährt halt in die City. Also, was will man da mehr? Wie gesagt, 106 Stellplätze gibt es. Es ist sehr dicht an der A1 dran, also 1,5 Minuten. Sie ist zurzeit ganz schön wenig befahren, weil ich habe sogar einen Blick drauf. Und das blenden wir euch nämlich jetzt mal ein, was für ein geiles Bergpanorama wir natürlich heute haben. Also das ist richtig schön. Wenn die sich gut ist, dann kann man das halt sehen, genau. Genau, gestern hatten wir ein bisschen Pech gehabt. Viele Sachen konnten wir nicht sehen, weil es so neblig war. Aber das ist nicht das Schlimme. Ja, jetzt einmal noch unseren Platz gezeigt, wo Teddy steht. Und dann gibt es das Fazit zu diesem Platz. Beziehungsweise wir können vielleicht einmal hier filmen. Weil das ist besser als in Graz. Es ist alles sehr geschottert. Wir haben hier wenig Rasenfläche. Also fast alles sind das geschotterte Plätze. Das ist natürlich bei Regen schon weitaus angenehmer. Ne? Wir waren jetzt in Graz, den habt ihr ja schon gesehen, den Platz, oder den habt oder den werdet ihr noch sehen. Genau, da hatte sich sogar einer festgefahren, also so matschig war das halt. Genau, weil das ist viel besser. Weil das waren reine Wiesenplätze und hier, das ist geschottert. Das ist so auch wie in Wien, wobei Wien, wie gesagt, Schotter und Grün eigentlich hatte. Also das ist die beste Variation, ist ja auch der größte. So, und jetzt gibt es einmal einen Blick, damit ihr so seht. Also ein Pepper passt da ohne Probleme rein. Oder auch andere Marken hier, also da kann man wirklich nicht meckern. Und jetzt gibt es das absolute Abschlussfazit, natürlich wie immer aus dem Wohnmobil. Wir sind drinnen, Fazit, also wir haben jetzt den dritten Stellplatz von dieser Gruppe hier sozusagen ausprobiert. Genau, also erst Wien, dann Graz, dann jetzt Salzburg. Wien haben wir euch ja nur im Reiseflug Wien gezeigt, da haben wir keine extra Stellplätze gemacht. Aber jetzt habt ihr einfach mal das, oder ihr bekommt den Unterschied. Weil ich kann euch nicht sagen, wann welches Video kommt. Kommt erst Salzburg, kommt erst Graz. Wahrscheinlich kommt nämlich erst Salzburg, dann Graz. Wird euch ein bisschen irritieren. Aber so ist das. Dann habt ihr schon mal ein bisschen gespoilert in der Hinsicht. Ja, wie gesagt, das mit den Schotterplätzen finden wir gut, definitiv. Also es gibt halt bei jedem Stellplatz von denen gibt es halt Vor- und Nachteile. Bisher persönliches Fazit zu allen Stellplätzen hat mir am Wien am besten gefallen. Genau. Das kann ich gleich dazu sagen. Murek werden wir irgendwann auch mal testen, wobei es ein bisschen blöd ist. Murek ist nämlich in der Nähe von Graz. Ja, naja. Wenn wir mal wieder in Kärnten sind, die Ecke, dann können wir das auch machen. Auch richtig. Für hier. 25 € kostet es, wie gesagt, auf diesem Premium-Ding. Das ist halt wahrscheinlich sehr veraltet, weil viele Sachen gibt es gar nicht mehr so, wie es da drin steht. Ja, aber du hast immer Strom mit drin. Also genau, Strom ist immer mit drin. Wie gesagt, es soll Premium-Plätze geben, die sind größer, die sind an anderen Preisen. Wir haben es vorne nicht gesehen. Ich gehe davon aus, das sind alles Standardpreise jetzt geworden. Durch Corona hat sich viel geändert. Wir bezahlen auch wieder 25 € und hier bezahlt man eine Bettengebühr von 1,75 €. Also 50 Cent bezahlen wir im Endeffekt weniger als in Salzburg. Mittlerweile ist das stimmt fast... Stimmt gar nicht, als in Graz, mein Gott, ich bringe die beiden durcheinander. Und dieses Jahr ist das jetzt fast überall in Österreich, dass man halt so eine Bettenabgabe, unterschiedliche Preise. Genau, immer. Ja. Je nachdem, in welchem Bundesland man ist, wir sind ja hier im Salzburger Land, da ist das halt so. Also insgesamt haben wir 28,50 € werden wir bezahlen. Ja. Und ja... Jetzt heißt es für euch, kommt hierher, wie gesagt, in Salzburg selbst Plätze zu bekommen, ist schwierig. Dann ist es mal gut, wenn man hier so einen Platz da draußen hat. Auch als Durchreise super geeignet. Genau, weil direkt an der A1. Aber wir müssen sagen, es war gestern schon gut voll. Da möchte man sich gar nicht vorstellen, wie das im Sommer ist. Also heißt auch dort wieder rechtzeitige Anreise. Achso, Checkout ist bis 12 Uhr. Deshalb haben wir jetzt noch genau eine halbe Stunde, dass wir hier weg müssen. Attacke. In diesem Sinne, ich glaube, das war's, aber mehr müssen wir nicht sagen. Nein. Außer, wieder rein in die Kommentare, wart ihr schon mal hier, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Das interessiert uns und auch die Community und dann würde ich sagen, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.